So, mein Freund, Zeit für ein C-Tutorial, Zeit für Freude, Zeit für Party. Ich gehe mit Elan an die nächsten Minuten heran. Worum geht es diesmal? Nun, ich will dir zeigen, wie du ein Array zur Laufzeit erstellen kannst, wie du Speicher allokieren kannst auf dem Heap mit Kellogg, genau. Was ist der Unterschied zwischen Malloc und Kellogg? Nun, bei Kellogg wird der Speicher, der allokiert wird, die einzelnen Speicherstellen ausgenullt, so dass wir es nicht mit irgendwelchen zufälligen Werten zu tun bekommen, die eben im Speicher nun ja herumliegen. Hätte ich fast gesagt, aber du weißt ja, was ich meine, die eben an den entsprechenden Speicherstellen vorhanden sind, ne? Okay, und bei dieser Gelegenheit werde ich dir auch demonstrieren, wie du User-Eingaben absichern kannst, beziehungsweise dein Programm absichern kannst gegen fehlerhafte User-Eingaben, ne? Ich will ein Zahlenarray erstellen, ein Integer-Array, und der User soll angeben, wie viele Elemente das Array umfassen soll. Okay, los geht's. Für Kellogg brauche ich die Standard Library. N wird die Anzahl der Elemente festhalten, die der User wünscht. Na, nicht Q, Doppel-R, sondern R oder R, wie immer du das aussprechen möchtest. So. Das wird hier also unser Zahlenarray werden. Und hier noch ein Character Array, das bis zu 100 Zeichen umfassen soll. Ich werde die Variable Input nutzen, um die User-Eingabe entgegenzunehmen und dabei auch das Programm abzusichern. Ne? Alright. So, wie viele Elemente soll das Array umfassen? Genau. Und die Eingabe nehme ich mit Input entgegen. So. Prima. Wenn die Eingabe gelingt, dann gibt eben fgets einen Zeiger auf das erste Zeichen in dem Input Array zurück. Und wenn die Eingabe misslingt, und das ist dann der Fall beispielsweise, wenn der User, naja, mehr Elemente eingibt, als er eingeben soll, das wäre eine Möglichkeit, ne? Dann ist eben der Rückgabewert von fgets null und in diesem Falle wird eben ja ausgegeben, dass bei der Eingabe ein Fehler passiert ist und das Programm wird beendet. Knallhart, genau. So, printf. Fehler bei der Eingabe und Return 1, genau. Prima. Gut, wenn das erstmal gut gegangen ist,
Dann werde ich aber noch überprüfen, ob dann auch tatsächlich eine Zahl eingegeben wurde. Und das mache ich mit scanf. Ja, na, jetzt springt das hier alles herum. Okay, jetzt treffe ich endlich wieder die Tastatur. Prima. Also, wenn tatsächlich eine Zahl eingegeben wurde, dann ist der Rückgabewert von scanf1. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist er eben ungleich 1. Und wir können wieder feststellen, dass ein Fehler bei der Eingabe, ja, geschehen ist. Und wieder wird das Programm beendet, ne? So. Es wurde keine Zahl eingegeben. Voilà. Und wieder Return 1. Genau. Okay. Und wenn eine Zahl eingegeben wurde, diese Zahl aber kleiner als 0 ist, naja, dann können wir damit auch kein Array erstellen und auch in diesem Falle wird das Programm beendet werden, ne? If n ist kleiner als 0. So. Die Anzahl der Elemente in einem Array kann nicht negativ sein und auch hier wieder Return 1. Okay, prima. Wenn alles glatt gegangen ist, dann können wir Hurra ausrufen und tatsächlich mit Kellogg Speicher allokieren. Und hier gebe ich als erstes Argument die Anzahl der Elemente an und als zweites Argument Size of Integer. Prima. Und jetzt kann ich mal Folgendes machen. Ich kann die Werte in diesem Array ja direkt nach der Speicherallokation ausgeben. So, Prozent D. Alrighty. Okay, so. Und jede Zahl bekommt hier einen Platz von 5 Zeichen in der Konsole. Okay, aber nicht Array 0, sondern E hier. Genau. Jetzt führe ich es mal aus. YouTube. So. Wie viele Elemente soll das Array umfassen? Jetzt gebe ich irgendwas ein, Zacki. Es wurde keine Zahl eingegeben. Richtig, so war es ja auch gedacht. Aber weißt du, was ich noch mache? Ich gehe jetzt nochmal in den Code hier und nutze ein System Clear, um bei jeder Ausführung des Programms die Konsole zu klären. Das sollte man nicht unbedingt in einer Produktivumgebung machen, aber wenn du privat programmierst, wenn du eigene Programme schreibst, dann kannst du es machen oder hier in diesem Falle, ja, im Rahmen eines YouTube-Tutorials macht es auch Sinn. Also nochmal in die Konsole, Make YouTube und wieder ausführen, genau. So. Und ich gebe jetzt mal 10 ein, richtig, genau. Und hier haben wir auch Speicher auf dem Heap zugewiesen bekommen. Und das hier ist eben das
Array, ja, direkt nachdem ja Speicher allokiert wurde. Und du siehst ja auch hier, dass Kellogg dafür gesorgt hat, dass alle Speicherstellen ausgenullt sind. Okay, weiter geht's im Code und ich möchte hier Folgendes machen. Ich möchte auch das entsprechende Array mit Zahlen füllen. Das können wir wie folgt machen. So. Ja, was sagen wir mal? I mal nach 10. Irgendwie sowas, ne? Ist ja auch wurscht. Es geht hier nur zur Demonstration. So, und danach gebe ich das wieder aus, das Array. Prima. Zacki in die Konsole zurück. Genau, Zacki. Wie viele Elemente soll das Array umfassen? Na, ich sage jetzt mal, minus 12 ist eine negative Zahl. Damit kann man kein Array erstellen. Zacki, da haben wir auch die entsprechende Ausgabe. Die Anzahl der Elemente in einem Array kann nicht negativ sein. Nochmal ausführen. Und wenn ich jetzt sage, 5 Elemente, 5 Zahlen möchte ich haben, Zacki, dann ja, sehen wir, naja, das Ursprungsarray direkt nach der Speicherallokation. Aber naja, ich will es ein bisschen übersichtlicher machen. Ich mache es mal folgendes und zwar. Genau, printf, Zacki und das Array. So, das Array unmittelbar nach der Speicherallokation. Und das kopiere ich mir genau das Array nach dem Werte zugewiesen wurden. Irgendwie sowas, ne? So. Genau, Doppelpunkt. Zeilenumbruch. Und ja, hoffe, dass das jetzt ein bisschen übersichtlicher ist. Zack, wie viele Elemente soll das Array umfassen? 5 wieder, zacki. Und dann haben wir auch, ja, die entsprechenden Ausgaben hier, ne? Unmittelbar nachdem Speicher allokiert wurde, klar, da sind noch alle Stellen in dem Array ausgenullt und nachdem eben entsprechende Werte zugewiesen wurden, haben wir eben diese Ausgabe hier. Ja, das passt alles, alles ist tutti. Eines aber, ja, eines aber sollten wir nicht vergessen, genau den einmal allokierten Speicher wieder freizugeben, natürlich, obwohl, naja, am Ende des Programmes wird der Speicher ja sowieso wieder freigegeben, der auf dem Heap allokiert wurde. Von daher, ne, ja, wäre jetzt nicht unbedingt ein Free Array notwendig, aber wir wollen ja konsistent bleiben, ne? Wir wollen ja gewisse Prinzipien befolgen, klar, logisch, macht Sinn, ist hilfreich und daher Free Array. Und damit du siehst, dass ich auch nichts kaputt gemacht habe, ja, nochmal hier die Ausführung des Programms. Ja, es ist alles in Ordnung, es funktioniert, nichts ist zusammengestürzt, alles ist tutti, alles ist gut. So, das macht Laune, mein Freund. Programmieren macht Laune. Und vor allen Dingen, wenn du gut bist, wenn du ja fortgeschritten bist als Programmierer, ja, macht es nicht nur Laune, sondern es bringt dir einen Haufen Kohle auf dein Bankkonto, einen Haufen Zaster. Genau, wir brauchen ja ein bisschen Geld, ne? Vielleicht ein bisschen mehr Geld, um ein
Cooles und Entspanntes, von allen materiellen und finanziellen Sorgen freies Leben zu führen. Und in diesem Sinne ermuntere ich dich, falls du dir eine finanzielle Existenz aufbauen möchtest, als Programmierer, als angehender Programmierer. Ja, ich ermuntere dich eben dran zu bleiben, weiterzumachen, zu programmieren, zu programmieren, zu programmieren. Und irgendwann hast du ja deine Kenntnisse, deine Fähigkeiten so ausgeweitet, dass du wirklich ja aller finanziellen Sorgen ledig sein wirst. Programmierer verdienen einen Haufen Kohle. Nun, ich sage das immer wieder in meinen Videos, weil ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sich eben, ja, was ihre finanzielle Existenz betrifft, absichern wollen, ne? Gut, es gibt Anlass für Optimismus auf jeden Fall. Jetzt sage ich für dieses Tutorial: Mission accomplished. Lass ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.